Interessant. Ha. Das wusste ich jetzt nicht. Moment, Zemon haut uns aber richtig rein, oder? Schwenkbare Kamera ist eben nur in der Zone. Okay, okay. Ja. Finde ich schon fast schade, aber... Wobei, so beides und so... Kann man mal schauen. Vielleicht ist das ja gar nicht so cool mit schwenkbarer Kamera und dann sieht man, ey, Routen, juhu, die gibt's immer noch. Wobei es... Ich könnte mir vor... Also... Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, es wäre schlauer, sich einfach für eine Sache zu entscheiden. Und nicht so ein Mischlingsding zu machen. Städte und andere Routen sind genau wie sonst auch. Okay, okay. Au. Naja, die Tasten sich daran füllt, sind die nächsten Spiele dann komplett mit Kamerasteuerung. Jo, das kann gut sein. Allgemein macht es Game Freak gerade ganz komisch hier, auch mit Let's Go. Die suchen gerade irgendwie eine Möglichkeit, die Spiele grundlegend zu verändern, aber so, dass halt das wirkliche Pokémon immer noch da ist. Du, du, du. Wurzelle, Medizintaste. Tasche. So. Ich meine, man kann es dir nicht verübeln. Ich denke mal, neue Sachen auszuprobieren gehört ja eigentlich immer dazu. Und vielleicht ist man da als Nintendo-Fan ein bisschen zu darauf getrimmt, immer das Gleiche haben zu wollen. Weil es halt das ist, was man mag. Aber ich kann auch verstehen, wer jetzt hier herkommt und sagt, ja, das ist immer nur das Gleiche, warum soll ich mir das kaufen. Oh je, Aquana haut uns bestimmt jetzt auf die Fresse. Sie wollen die Go-Player dazu bringen, die Hauptspiele zu spielen, da Go eine sehr große Fangemeinde hat. Oh, fuck you, Aquana, du dumme Snitch. Im neuen Anime nach Alola hast du neben Ash auch einen zweiten Protagonisten, der Go heißt. Okay, ja, den habe ich sogar schon gesehen. In einem Tweet. Heißt einfach Go. Es ist halt so ein Casual. Mongo. Pokémon Go. Mongo. Oh Gott. Da kommt der Null. Es wäre cool, wenn es wirklich so ein Retard wäre. Noch schlechter als Ash. So ein richtiger Casual, der keine Ahnung hat von allem. Go's Ziel ist wohl, alle Pokémon zu fangen, was wieder zum Spiel Go passt. Ja, und dann fällt, und dann sieht er irgendwie, oh shit, es gibt 800 irgendwas Pokémon bereits. Und dann fängt er an zu weinen. So, ich würde jetzt übrigens gerne mich zurückziehen und heilen, ey. Mann, das scheiß Aquana hat uns einfach weggebumst. Oh boy. Okay. Wir gehen ja auch durch alle Regionen durch. Mhm. Da will ich sehen, wie der Heini dann alle Pokémon fängt. Oder ob die jetzt im Anime tatsächlich jedes einzelne Pokémon drin haben, wo der dann sein Joy-Con holt und rumfuchtelt und dann das scheiß Viech nicht trifft mit den Pokébällen. So. Was ich mal cool fände, so ein Anime Richtung Pokémon Kolosseum-Style, wo halt ein bisschen, ich sag mal, düsterer, aber auch nicht wirklich düster. Also die Story und so, dass es eher in die Richtung geht. Das wäre ganz cool. Hallo Joe. Wie, du hast ein... Okay, Garados. Bitte, Garados. One-Hitte nicht mein Magnetilo. Wann entwickelt sich Magnetilo? Sind wir noch kein einziges Level abgekommen? Okay, dann... Es erklärt einiges. Ah! Au, warum tust du mir so weh? Stirb, du dreckige Nudel.
Lass mich raten, wir haben die schlechtesten DVs, die es gibt. Mit Magnetilo hier. Was sind das für XP? Das ist gar nichts. Ich glaube, wir müssen auf der Route ein paar Pokémon fangen. Level 30, oi. Ja. Sind wir auf jeden Fall schon mal in der Range. Wobei, wir können auch ein Dingens benutzen. Wir könnten unser Magnetilo natürlich auch so entwickeln. Mit einem kleinen Bonbon. Das nicht hier drin ist, sondern in der Bonbonglas. Wir haben 13 Stück, warum nicht immer eins verwenden? Pass auf. So, jetzt entwickel dich. Ja. Oh. Methan, Ethan. Ich überlege gerade. Ich konnte mal die ganzen Dinger. Scheiße. Ich konnte mal Methan, Ethan und dann bis, was weiß ich, 13 oder sowas. Nicht 13, bis ziemlich weit. Dozetan. Ich weiß es gar nicht mehr. Scheiß Chemie, ey. Tut mir leid, Chi. Ich meinte natürlich Chemie. Oh, Junge. Triplette. Wow. Ja, klar. Triplette, obernice. Wobei. Triplette ist schon obernice. Aber. Will ich Toxin dafür raushauen? Ja, eigentlich schon, oder? Pass auf, ja. Da, 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 da. 1, 2 und schwupp. Juhu, Triplette erlernt. Ich meine, Triplette ist jetzt nicht so krass, weil wir keinen Stat-Bonus haben. Hello, welcome home. Okay. Pass auf, wir haben ein paar Bonbons. Robust-Bonbon, Verteidigung auf M-Banger drauf, easy. Die Spezialverteidigung von dem ist ziemlich scheiße irgendwie. Flott-Bonbon, das könnten wir auf Vulnona gebrauchen. Easy. Energiebonbon ist KP. Auch mal auf den Mecha im Banger, weil der sollte ein bisschen aufholen. So. Was gibt's noch? Schönes. Kripsbonbon, was bist du? Spezialangriff. Easy peasy. Benötigt 1 auf Chi hier. Da fuck, warum ist der Spezialangriff so weit hinten? Was haben wir für DVs auf G? Ich dachte, bei Nidoqueen ist der Spezialangriff höher. Na gut. Ich habe einfach nur kack DVs. Ab Level 30, oh. Machen wir hier ein bisschen. Ach so. Ist mir nicht verwirrt. Egal. Pass auf, Magnetilo kriegt auch noch. Wobei 112 ist schon ziemlich krass für das Level. Auf Chi ist immer mehr Schaden gut. Die hält ja so verdammt viel aus. Wir können auch einfach so ein paar, warum nicht? Weil das Leveln braucht ja halt so lange. Weil man kriegt tatsächlich einfach viel mehr XP, wenn man Pokémon fängt. Irgendwie lohnt sich das Kämpfen gar nicht so arg. Das ist total traurig. So. Noch eins, 48 reicht. Dass wir noch ein paar Kämpfe machen mit ihm. Und ich denke, ich bin zufrieden. Juhu. Mein Switch Online ist puff. Bei dir auch? Haben wir das gleichzeitig gekauft gehabt? Weil das war gestern ganz komisch. Als ich online wollte in Smash, kam dann so von wegen, ja, dein Switch Online Dingens ist kaputt. Kaputt vor allem. Ist weg. Und dann hat es mich halt zum Nintendo eShop geschickt. Und dann kam da so die Meldung, ja, wir haben Wartungsarbeiten, leckt mich an meinen Nintendo-Stiefel. Oh, ich bin in Scheiße getreten, komm schon, leck dran. Oh. Selbstfang bringt eigentlich erst ab längeren Ketten was und kleine und große Pokémon bringen wesentlich mehr XP. Ja, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wenn ich Pokémon fange, dass ich um einiges schneller auflevel, als wenn ich jetzt kämpfe. Ich hätte eigentlich noch eine 12-monatige Mitgliedschaft, weil Mario Maker 2, aber ich habe den Zettel verloren. Oh, rip. Rip you.
Warte mal, da ist eine 12-monatige Mitgliedschaft dabei? Wo? Wo war der Zettel? Ich hab den nicht. Golking, oh shit. Hey, schaut mal. Magneton ist nicht mehr nutzlos. Es ist halt elendig zum Trainieren, hunderte Viecher fangen zu müssen. Ja. Das schon. Aber wenn man es schafft, halt so eine doofe Janai-Rakete zu machen, dann sollte es relativ easy gehen, denke ich mal. Und wie man hier gerade sieht, kämpfen bringt nicht gerade viel. Wenn ich einfach nur die random Sternus, die hier auch manchmal auftauchen, fangen würde, würde ich wahrscheinlich viel mehr XP bekommen. Ey. Die haben sie aus irgendeinem... Ah, Limited Edition. Die haben sie aus irgendeinem Grund mit den normalen Editionen zum gleichen Preis verkauft, okay. Interessant. Was für Idioten. Moment mal, Limited Edition... Ne, warte, Mario Maker 2 habe ich nur die normale. Bei Mario Maker 1 hatte ich das mit dem Amiibo. Oh. Hallo Entoron, das letzte Mal hast du uns fast gewonnen, ne? Wie sieht's jetzt aus? Surfer, oh Gott, warum hast du so einen Move? Nein, der tut auch weh. Oh boy, ja, der tut weh. Ah. Warum hast du so eine scheiß Spezialdefensive, Magneton? Wer kommt jetzt? Garados, pass auf, wir wechseln, weil Magneton sieht nicht mehr so lebendig aus. Evoli macht das schon. Hoppala. Aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke hier, das ist voll krass, wie die XP verteilt werden. Weil selbst die Pokémon, die ich gar nicht benutze, sind fast auf dem Level von den anderen. Vielleicht 5 Level hinterher, aber das war's auch. Ey, 800 XP, juhu. Yay. Ey. Treffer versenkt. Ekelhaft. So. Kurz heile. Ach, fucking. Warum ist die Tasche so? Mir fällt gerade erst auf, dass die Tasche eigentlich total dämlich ist. So total dämlich aufgeteilt. Also, dass man hier erstmal so nach einer extra Tasche draufdrücken muss und so. Ich hätte es viel lieber, dass man halt verschiedene Tabs hat, wo man dann mit der R-Taste oder so und der ZR-Taste durchwechseln kann. Müde. Oh. Ist natürlich doof. Warum versuchst du nicht einfach nicht müde zu sein? Das ist die Idee. Hier rechts ist gar nichts mehr. Gibt's ja auch irgendwie Items. Okay. Da ist aber nichts gewackelt. Ich habe einfach nur bei den Stein A gedrückt. Muss ich die andere auch austesten? Komm schon, gib mir ein Item. Nope. Nope. Leck mich. Das Spiel ist halt darauf ausgelegt, dass du es mit 2 Tasten spielen kannst. Ekelhaft. Mir wird schlecht. So viel Beleber. Ja, aber wie gesagt, ich hatte doch gerade eben eine Lösung gegeben. Mit R und ZR dann halt durch die Tabs wechseln. Easy peasy. No problemo, aber dann sind halt... Dann, ach so, weißt du was? 2 Tasten? Jetzt verstehe ich, was du genau meintest. Ich dachte, es wäre so scherzmäßig 2 Tasten. Einfach nur, weil Joy-Con, aber es gibt ja auch diesen scheiß Pokéball. Ja. Was schon traurig ist. Das ist weniger... Shit, als was man beim Handy machen kann. Ich meine, beim Handy hat man so gesehen nur eine Taste, der Bildschirm. Aber... Und man... Drückt trotzdem mehr rum. Was soll das? Wir hassen jetzt alle ab sofort Let's Go, oder? Mobilspieler sind doch überfordert, wenn sie mehr Tasten drücken müssen. Da hast du recht, ja, das ist schon so. Ich meine, ja, ich habe vor kurzem, da wurde gerade...
Oder es wird gerade irgendwie so ein Video von YouTube voll rumgepusht. Weil der Algorithmus von YouTube komisch ist. Wo so ein Typ seine Frau ganz viele verschiedene Spiele spielen lassen hat. Und die hat halt noch nie Videospiele gespielt. Und dann schreibt er dazu oder redet er dazu noch und tut halt... Ja... Redet über das Game Design von wegen, was ein Spiel alles beibringt, ohne überhaupt etwas zu sagen und so. Und wenn halt solche Leute ein Spiel spielen, und dann ist es schon ganz schön anstrengend, wenn da halt so viele Tasten da sind. Und wenn die halt eigentlich die ganzen Spiele regeln, die wir mittlerweile durch Erfahrung kennen, lernen müssen. Hey! Moment, was machst du hier? Oh, ich bin der Reisevertreterin des Pokémon Supermarkts. Was? Oh. Die halt uns. Warum kann er das Joy? Keine Ahnung, aber hey, die halt uns. Easy. Jetzt kommt Fleckmann Action, hoffe ich. Lass mich raten, hier drin ist auch gleich noch Arctos unterwegs. Alter, was ein Fatboy. Will ich den oder will ich lieber nur Fleckmons? Ich glaube, ich warte auf Fleckmons. Eis hallo. Weil die sind einiges einfacher zu fangen und wenn wir sowieso irgendwie eine Kette haben wollen und so. Oh, Europe. Arctos! Na, überrascht, Trainer-Coach, findest du an den verrücktesten Orten. Ja. Pass auf, lass kämpfen. Ich brech dir die Beine und wenn ich gewinne, dann gibst du mir all dein Geld. Ike! Yo, wie like Ike? Och nee, Blitzer, wirklich. Ah, pass auf, Mecker im Banger. Ich muss dich jetzt doch austauschen, leider austauschen. Ich hätte hier gerne eine krasse Cheese stehen, die Kaputti-Putti macht. Mit ihrem krassen Angriffsstat. Was immer noch verrückt ist, jetzt eigentlich könnten wir easy peasy, wenn wir Erdbeben haben, auf irgendeine Spezialbodenattacke scheißen, weil wen interessiert's? Der Angriff ist höher. So. Oh mein Gott. Er hat Rockzopet eingepampt. Okay, ist okay. Tschüssi. Lass mich raten, er hat jetzt die drei Evolutions. Ein Aquana. Das letzte Mal hat ein Aquana unser M-Banger, Mecha-M-Banger, richtig weggenudelt. Ich hoffe mal, dass er mittlerweile krasser ist. Ist etwas doof, dass er halt so wenig Spezialverteidigung hat, aber egal. Hallo Aquana. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ist Oktober schon, time to get spooky. Oh, brauche ich jetzt irgendwelche Skelette? Och nie. Metropumpe. Nein. Nur bin ich weh. Oh, ja, Mann. Gib ihm so auf die Fresse, dem Aquana. Nein, du Arsch. Du Drecksack. Shit. Mann, ey. Ruckzuckhieb. Ruckzuckhieb, wirklich? Mäh. Ärgerlich. Glocktaul. Ja, das dachte ich mir. Ich habe vorhin die Big Money Selvia Folge angeschaut. Über Gain Loss und so. Sollen wir jetzt eigentlich alle so brasilianische Fett-Popo-Übungen machen? Das wäre doch was, oder? Es wäre doch was, oder? Das machen wir alle so in dem Gruppencall und dann. Ja, sind wir krass. Dun, 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 dun. Yay, hallo Flamara. Pass auf, reicht hoffentlich. Wow. Das war alles. Ha. Du hast komische Fantasien. Nee, ich habe nur das Video gesehen.
Das Video, das du nicht gesehen hast anscheinend. Terminus hat's bestimmt gesehen. Ja. Ey. So. Mann ey, Surfer war voll schwach hier. Pass auf, Lamara. Du bist jetzt K.O. und lässt mich gehen, dann kann ich heilen. Ich frage mich, ob diese Poké-Center, nicht Poké-Center, ob diese Poké-Shop-Tusse vor der Höhle...